Was wird es wohl bedeuten, wenn du deine Zukunft in Gottes Hände legst? Stelle dir nur mal für 2 bis 5 Sekunden vor, dass du dich nicht um deine Zukunft kümmern musst. Also wirklich vorstellen. Tief in deinem Innern weißt du, du brauchst dich um deine Zukunft überhaupt nicht zu kümmern. Siehst du, welche Entspannung da kommt? Wir glauben, wir müssen uns um unsere Zukunft kümmern, um den Körper zu sichern, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, dass es ihm gut geht und er gesund bleibt. Und wir glauben auch, dass der Körper das Problem ist. Bei der ganzen Sache. Nicht der Körper ist das Problem, sondern unser fehlgeleitetes Denken. Wir machen den Körper zu einem Mittel, um die Welt wahrzumachen. Wir haben den Körper ausgestattet mit Sinnen, um die Welt erfahrbar zu machen. Und wir glauben, dieser Körper zu sein, und natürlich wird er geboren, er wird altern und er wird sterben. Und dazwischen soll es uns einigermaßen gut gehen. Wir tun alles, dass es dem Körper gut geht. Alles ist auf die Körpersinne ausgerichtet und dementsprechend handeln wir, dementsprechend sind wir glücklich oder dementsprechend sind wir in Angst. Und genau das ist der Fahrplan des Egos. Wir setzen uns in diesen Zug hinein, wir haben das Ticket Leben, Geburt und Körper gebucht und fahren irgendwo hin, unsicher, in welche Gegend es wirklich gehen wird und wohin uns dieses Leben führt. Wir treffen diese und jene Menschen, wir gehen hier und da Beziehungen und Partnerschaften ein. Wir bekommen vielleicht Kinder, bauen ein Haus und haben einen dementsprechenden Job und glauben dadurch, in Sicherheit zu sein. Doch ständig, und wenn wir ganz ehrlich sind, werden wir das bemerken, ständig müssen wir uns um die Zukunft kümmern. Und das ist das Problem, das wir haben. Denn wenn ich mich um die Zukunft kümmere, dann mache ich Zeit. Ich bin an die Zeit gebunden, in der es scheinbar keinen Ausweg gibt. Und den Ausweg bietet uns natürlich dieser Kurs in Wundern an. Ich lege die Zukunft in Gottes Hand. Die Vergangenheit ist vergangen. Die Zukunft ist noch nicht da. Und nun bin ich befreit von beiden. Denn was Gott gibt, kann nur zum Guten sein. Und ich nehme nur das an, was er gibt, als das, was mir gehört. Und dies ist eine deutliche Aufforderung für uns anzuerkennen, auch wenn es noch schwer fällt, weil wir zu sehr an die Vergangenheit gebunden sind, weil unsere Geschichten bezüglich der Vergangenheit so wichtig sind. Wir sind dennoch aufgefordert zu lernen und zu üben, dass die Vergangenheit vorbei ist. Und das ist Vergebung. Denn wenn die Vergangenheit vorbei ist, dann kann sie uns nicht mehr berühren. Dann sind wir sicher. Dann befinden wir uns in einem tiefen Vertrauen. Jedoch solange wir uns auf die Körpersinne beziehen, solange wir glauben, wir müssen den Körper in irgendeiner Form befriedigen, solange sind wir in ständiger Unsicherheit. Wir fühlen uns geschwächt. Wir sind alleine. Das Ego ist immer alleine, denn das Ego kennt nur sich. Es weiß nicht, was andere tun. Und es weiß auch nicht, was andere wollen. Das Ego kennt nur sich in seinem Alleinsein, in dem Raum,
den es um andere herum gestülpt hat, fühlt sich das Ego getrennt. Und wir müssen tatsächlich verstehen, dass das Ego auch keinen Ausweg kennt. Es ist unmöglich, dass das Ego einen Ausweg kennt. Wohin, wo soll denn dieser sein? Und so erlauben wir uns eine folgende Frage. Wie wäre es, wenn ich Gott vollkommen vertraue? Wie wäre es, wenn ich meine Zukunft in seine Hände übergebe? Siehst du, das führt uns sofort in Bereiche, die wir nicht gewohnt sind, weil wir uns an Pläne gehalten haben, von denen wir gedacht haben, dass sie uns etwas geben könnte. In der Lektion 194, Abschnitt 4 heißt es, Gott hält deine Zukunft, ebenso wie er deine Vergangenheit und deine Gegenwart hält. Sie sind eins für ihn, deshalb sollten sie auch eins für dich sein. Doch scheint in dieser Welt die Zeitenfolge noch immer wirklich zu sein. Daher wird nicht von dir verlangt, das Fehlen der Aufeinanderfolge zu verstehen, das in Wirklichkeit in der Zeit zu finden ist. Von dir wird nur verlangt, die Zukunft loszulassen und sie in Gottes Hand zu legen. Und die Erfahrung wird dir zeigen, dass du die Vergangenheit und die Gegenwart ebenfalls in seine Hand gelegt hast, weil die Vergangenheit dich nicht mehr strafen und zukünftiger Schrecken jetzt bedeutungslos sein wird. Wir können uns nicht vorstellen, wir können nur fühlen, was hier formuliert wird. Unser Verstand versucht, das irgendwie einzuordnen. Er versucht, irgendwie klarzukommen, was das bedeutet, die Zukunft in Gottes Hand zu legen. Und dennoch werden wir erst in diese Erfahrung gelangen, wenn wir es tun. Wie tun wir das? Es dreht sich nicht nur darum, diese Worte zu formulieren, ich lege die Zukunft in Gottes Hand, sondern sie innig zu fühlen in deinem Herzen. Sei herzzentriert, lege diese Worte in deinem Herzen ab und nicht in deinem Verstand. Wie gesagt, der Verstand ist mit dieser Information nicht zufrieden. Im Gegenteil, er ist Konflikt. Er wurde ja bisher dazu verwendet, die Zukunft zu sichern. Unser Gehirn ist so vertratet, ständig in die Zukunft zu blicken und einigermaßen mehr recht als schlecht hier in Sicherheit zu finden. Und deshalb ist unser Gehirn bzw. unser Verstand sehr schlecht ausgestattet, um diese Lektionen zu verstehen. Aber dein Herz weiß darum. Und deshalb lass dein Herz sprechen, bzw. lege tatsächlich, es ist wie ein Ablegen, lege diese Worte in dein Herz hinein. Und dort werden sie beginnen zu erblühen. Und dort wirst du dich selbst als das erkennen, was du bist. Und in deinem Herzen wirst du in die Erfahrung gelangen, dass die Zukunft tatsächlich vorbei ist. Beziehungsweise die Zukunft wie die Vergangenheit in Gottes Hand liegt. Noch nie stattgefunden hat. Die Zukunft hat noch nie stattgefunden, für irgendjemand von uns. Alles liegt in den Händen Gottes und deshalb findet alles und jeder Augenblick, den du jetzt erfährst, während du diese Worte hörst, es findet in der Gegenwart statt, in der Vertikalen. Noch niemand von uns war in der Zukunft,
Noch niemand von uns war in der Vergangenheit, außer durch seine Gedanken. Du möchtest mir beweisen durch deine Bilder, die du hast, dass eine Vergangenheit mit deinen Eltern stattgefunden hat, aber auch dies geschah in diesem gegenwärtigen Augenblick. Alles geschieht in diesem gegenwärtigen Augenblick. Aber dieser gegenwärtige Augenblick, der vor 2 Sekunden war, der ist schon wieder vorbei. Es gibt keine Zeit. Und du weißt um diese Dinge. Also sollten wir uns nicht mehr so anstellen, als wüssten wir das nicht. Du weißt es, sonst könntest du diese Worte nicht hören bzw. dich um diese Lektion bemühen. Du weißt um die Dinge, dass nur die Gegenwart existiert. Und wenn alles nur jetzt stattfindet, das macht dich unglaublich lebendig. Das bringt deinen Geist zum Vibrieren. Das bringt dich in eine Lebendigkeit, die du vielleicht als Säugling erfahren hast, an dem du nichts von irgendeiner, du wusstest nicht, wie du heißt, du wusstest nicht, wo die Zukunft oder die Vergangenheit ist. Du warst äußerst lebendig und diese Lebendigkeit, die trägst du heute noch in dir. Und schon alleine, wenn ich davon spreche, dass du als Baby diese Erfahrung schon hattest, dann kannst du dich damit identifizieren. Und schon jetzt beginnt in dir eine Erinnerung, sich zu zeigen, wo du diese Lebendigkeit spüren kannst, stimmt's? Kaum zu glauben, dass es so einfach ist. Und dennoch ist es so einfach. Aber was hält uns davon ab, in dieser Einfachheit zu sein? Natürlich unsere Ideen über die Welt und unsere Ideen, was uns alles geschehen ist in unserem Heranwachsen, in unserer Kindheit, in unseren Konflikten und dergleichen mehr. Auch das hat alles in der Gegenwart stattgefunden. Nur wir haben offensichtlich die Begabung, uns ständig an diese vergangenen Geschichten zu klammern, ohne zu bemerken, was wir uns dadurch selbst antun. Wenn du willst, versetze dich immer wieder in diesen Geisteszustand, als du neu geboren wurdest, vielleicht 1 Woche alt warst und absolut wach und lebendig und mit ohne körperliche Sinne ausgestattet in diese Welt geschaut hast. Erst als du begonnen hast, mit Mama und Papa zu erkennen, hast du begonnen, dich als getrennt zu erfahren und als eine Persönlichkeit zu entwickeln. Die Persönlichkeit musste entwickelt werden. Der reine Seinszustand, der du bist, der muss nicht entwickelt werden, der ist immer gegenwärtig. Du bist letztendlich Gegenwärtigkeit. Und du machst immer die Erfahrung von Leben, stimmt's? Du lebst doch jetzt, also machst du die Erfahrung von Leben. Und diese Erfahrung von Leben geschieht ohne Vergangenheit und ohne Zukunft, sondern nur in diesem gegenwärtigen Dasein. Befreie die Zukunft, denn die Vergangenheit ist vergangen. Und das, was gegenwärtig ist, wird von ihrer Hinterlassenschaft aus Gram und Elend, aus Verlust und Schmerz zu jenem Augenblick, in dem die Zeit der Knechtschaft der Illusionen entrinnt, in denen sie gnadenlos und unvermeidlich ihren Lauf nimmt. Und dann wird ein jeder Augenblick der Zeit ein Sklave war, in einen heiligen Augenblick verwandelt, in dem das Licht, das im Sohn Gottes festgesteckt gehalten worden war, befreit wird, um die Welt zu segnen. Jetzt ist er frei und seine ganze Herrlichkeit leuchtet auf eine Welt,
die mit ihm befreit ist, um seine Heiligkeit mit ihm zu teilen. Befreie das Licht, das in dir ist. Du wurdest von der Liebe Gottes erschaffen als das Licht, das du bist. Und wir haben das Licht, wir haben Angst, das Licht zu sein, weil wir dann die Mitgliedschaft zum Rudel Menschheit verlieren. Ja, wir verlieren die Mitgliedschaft. Und wir dürfen nicht mehr mitleiden mit den anderen. Wir dürfen auch keine Sorgen mehr ansprechen. Und wir sind gezwungen, glücklich zu sein. Das ist das, wenn du die Zukunft befreist. Befreie die Zukunft, befreie die Zukunft. Wie fühlt es sich an, wenn du dir jetzt sagst, die Zukunft ist befreit? Und da siehst du mal die Macht deiner Worte, die Macht deiner Gedanken, was das verursacht. Und wenn du heute noch tausendmal den Satz wiederholst, die Zukunft ist befreit, dann wirst du in diese Erfahrung gelangen. Dein Gehirn wird neu konfiguriert, die Datenautobahnen neu gelegt und du wirst eine neue Erkenntnis bekommen, du wirst ein neues Erinnern erhalten. Die Zukunft ist befreit. Punkt. Also brauchst du dir um nichts mehr Gedanken machen. Denn deine Zukunft liegt jetzt in Gottes Hand und er weiß ganz sicher, wie gut du, was dir gut tut, was du benötigst und wohin dein Weg zu gehen hat. Denn das bedeutet, dein Körper wird plötzlich ein Mittel, um dieses lebendige Licht zu nutzen, um die Welt zu segnen. Aber solange wir dieses Licht eingefangen haben, weil wir glauben, wir sind dieser Körper, weil wir das Licht eingesperrt haben, solange können wir dies nicht repräsentieren. Und der Körper ist ein Mittel, um zu sterben, um Grenzen darzustellen und die Einfachheit der Liebe zu dissoziieren. Die Zukunft ist jetzt befreit. Ich bin frei. Ich bin frei von jeglicher Sinnestäuschung. Ich brauche nichts mehr hierin. Wenn die Zukunft befreit ist, was brauchst du dann noch? Mir fällt nichts mehr ein. Und alles wird kommen. Und alles wird gelingen. Und alles wird Und ich werde dort sein, wo ich gebraucht werde. Und dann werden die Worte, ich übergebe dem Heiligen Geist oder Jesus meinen Körper, meine Augen, meine Ohren, meine Hände und meine Füße, damit er diesen Körper nutzen kann, um Licht bzw. Liebe zu geben. Und dann wird das sehr, sehr deutlich. Und klar. Wollen wir unseren Geist nicht mehr trüben lassen durch unsere Geschichten, durch unsere Ideen von der Welt und unseren Konflikten? Wollen wir endlich vernünftig werden? Wir sind ein Sklave der Zeit, solange wir uns an die Zeit binden. Wenn du die heutige Lektion als die Befreiung sehen kannst, die sie wirklich ist, wirst du nicht zögern, so viele beständige Mühe aufzuwenden, wie du kannst, um sie zu einem Teil von dir zu machen, indem sie ein Gedanke wird, der deinen Geist beherrscht, eine Gewohnheit in deinem Repertoire zur Lösung von Problemen, ein Mittel, schneller Reaktion auf die Versuchung, dehnst du dein Lernen auf die Welt aus. Und indem du lernst, die Erlösung in allen Dingen zu sehen, wird auch die Welt wahrnehmen, dass sie erlöst ist.
Und hier wird noch einmal dargestellt, wenn wir wirklich begreifen, dass diese Lektion all das beinhaltet, was wir wirklich wollen, dann werden wir eine so große Mühe aufwenden, um diese Lektion zu lernen. Wir werden letztendlich, betrachte das, was diese Lektion heute, betrachte sie als die wichtigste, die du zu lernen hast. So wie jede andere natürlich auch, aber heute ist es die wichtigste Lektion. Die Zukunft ist befreit. Und dann, wird dieser Gedanke in unserem Geist, in unserem Herzgeist erblühen. Und es wird zu unserer Gewohnheit als Repertoire zur Lösung von Problemen. Und es wird ein Mittel schneller Reaktion auf die Versuchung, auf die Probleme, auf die Sorgen, auf die ganzen körperlichen Ideen. Also es bedarf der Übung. Ich werde immer wieder gefragt, ja, wie machst du das im Alltag? Ich bereite mich auf den Tag vor, sodass diese Lektionen zu meiner Gewohnheit werden, die meinen Geist beherrschen. Und ein Repertoire, um Probleme zu beseitigen. Denn die Probleme sind doch nur in meinem Geist. Sie sind nicht in der Welt. Es sind meine Projektionen. Und wenn ich die Lektion anwende, indem ich sage, die Zukunft ist erlöst und geheilt, wo kann dann noch ein Problem existieren? Wir müssen wissen, dass ein Problem nur deshalb existiert, weil es an Zeit gebunden ist, beziehungsweise wir Zeit in das Problem hineingeben. Und das Problem benötigt Zeit, damit es gelöst wird. Das ist des Egos Fahrplan. Und unser innerer Lehrer sagt uns, es gibt keine Probleme, sondern nur ein verrücktes Denken und eine verrückte Sicht auf die Dinge. Und so wollen wir dies heute korrigieren. Wir wollen uns als das erkennen, was wir sind, jenseits von Zeit und Raum, den wir gemacht haben. Denn du existierst jenseits von Zeit und Raum. Du bist ein Selbst, vereint in Gott. Wiederhole vielleicht 2-3 Mal die Worte: Die Zukunft existiert nicht. Die Zukunft ist befreit. Und siehst du, wie gut es dir dabei geht? Wie weich und sanft du wirst? Und plötzlich ein Vertrauen in dir findest, nachdem du in Wahrheit immer gesucht hast. Du hast gedacht, du könntest Vertrauen finden, wenn du die Welt so angeordnet hast und wodurch du dich sicher fühlen kannst. Du kannst die Welt nicht so anordnen, dass du dich sicher fühlst, egal wie viel Papierschnipsel du anhäufst oder wie viele Beziehungen du hast oder mit wem du jetzt gerade zusammen bist oder im Urlaub bist. Das genügt dir nicht mehr. Dieses absolute Vertrauen, nach dem du suchst, das ist in dir. Und es wird erfahren, indem du die Zeit aufgibst. Ja, wir geben die Zeit auf. Und wir wollen auch wieder jede Stunde nutzen, um geheilt auf die vergangene Stunde zu schauen. Und wir wollen die Zeit nutzen, die wir selbst gemacht haben, um geheilt in die nächste Stunde zu schauen, um zu erkennen, dass es keine Zeit gibt
und wir nur in diesem gegenwärtigen Augenblick sind. Das ist kein Widerspruch. Wir nutzen das, was das Ego gemacht hat, die Zeit, den Körper, die Probleme, um zu erkennen, dass wir zeitlos sind, dass wir zeitlose Geistwesen sind, dass wir Liebe sind. Liebe durch den Geist Gottes, Liebe, die wir nicht machen können, aber erkennen können. Ein ewiges Sein, das wir nicht machen können, aber erkennen können. Und wie fühlt es sich jetzt an, während du mir hier aufmerksam zugehört hast, wie fühlt es sich jetzt für dich an, in der Gegenwart Gottes zu ruhen? Du willst nichts anderes mehr, stimmt's? Du willst nichts anderes mehr. Du willst nur noch dieses, in der Gegenwart Gottes ruhen. Und so erkenne, wie wichtig es ist, heute gewissenhaft zu üben. Finde die Motivation in dir, dass du nur heute dieses lernen willst. Du willst nichts mehr in der Welt lernen. Du willst nichts mehr in der Welt verändern. Du möchtest nur noch dieses lernen. Bringe deine ganze Motivation in dieses hinein. Die Zukunft ist befreit. Sie kann mich nicht bedrohen. Die Vergangenheit ist vorbei. Sie kann mich nicht bedrohen. Und jetzt kannst du den Unterschied bemerken. Erst wenn wir unser Gehirn wieder in eine Richtung lenken, dass die Vergangenheit existiert, dann kann mich natürlich die Zukunft oder dieser gegenwärtige Augenblick und all das, was wir gemacht haben, bedrohen. Und so wählen wir heute weise, denn wir haben die Macht der Entscheidung in uns. Wir wollen heute weise wählen, die Zukunft ist befreit. Danke, dass es so ist. Danke, dass du heute diese Praxis anwendest und das Licht in dir befreist, um die Welt zu segnen. Danke, dass du da bist, du lebendiges Leben, das du bist. Du wundervolles Geschöpf, das du bist. Du prachtvolle Schönheit. Du bist Licht. Beginne zu leuchten, indem du die Zukunft in Gottes Hände legst.